So, da bin ich schon wieder zurück mit einem kleinen Infovideo, nämlich alle, die sich fragen, was genau dieses Zeichen neben eurem Namen bedeutet. Ich erkläre es euch ganz kurz, schnell und direkt. Im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, dadurch, dass wir ja nicht mehr bauen können, haben wir quasi jetzt 250 Leben. Bedeutet, ihr habt 100 Leben Green Life, 100 Leben Blue Life und nochmal 50 Leben als Schild. Und euer Schild wird immer als erstes getroffen. Das heißt, selbst wenn ihr nur einen HP noch habt in Green Life und euer Schutzschild ist aber gerade aufgebaut auf 50, habt ihr im Prinzip 51 Leben. Und das baut sich halt immer mit der Zeit wieder auf, so dass ihr halt immer mindestens 51 Leben habt. Und das ist halt ganz simpel die Erklärung. Das Ganze baut sich von alleine auf. Und dadurch habt ihr halt insgesamt 250 Leben, bedeutet einfach, ist halt nur einfach deshalb, weil wir halt generell uns natürlich schlechter verteidigen können, was einfach, weil wir halt einfach nicht bauen können. Normalerweise, wenn wir angeschossen werden, wir bauen direkt drei Wände um uns rum, Dach oben drauf und erstmal gucken, hä, wo kam der Schuss her, wo ist der Gegner? Das haben wir natürlich jetzt erstmal nicht, weil wir sehen ja hier kein Bauen. So einen richtigen Plan, wie lang das gehen wird, wurde zwar gesagt, dass es eine Woche sein soll, aber wer weiß, wie das Ganze ankommt. Vielleicht will Fortnite auch einen komplett anderen Weg gehen und dass nicht mehr so viel auf Bauen gebaut wird, jetzt in Anführungszeichen. Also da müssen wir uns erstmal reinfuchsen, wie das Ganze ablaufen wird. Also in dem Sinne, dafür ist euer Schutzschild da. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Ich weiß, ich habe schon gehört, die Wartezeiten sind wieder deutlich nach oben geschossen. Aber ich versuche einfach so lange wie möglich drin zu bleiben und für euch natürlich alles Wichtige so herauszufinden. Und in dem Sinne würde ich mich natürlich gerne über ein Like freuen. Wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Creator Code, wenn du Bock hast, kannst du natürlich auch gerne eingeben. Wir gehen schnell in den Itemshop rein, damit du weißt, wie er ist. Einfach yt-familyhack. Danke für den ganzen Support. Und in dem Sinne, ich mache mich weiter und haut rein.